Donald hat Schamane gelernt. Anzen bricht 5 erhalten. Ist da noch mehr? Nein. Speichern! Speichern! Bloß speichern! Ich will da aber noch nicht rein. Ich will lieber... Ja komm, ein Level machen wir noch. Das kann nicht sein. Ich trau mich nicht da rein. Das ist noch nicht... Und das Gute ist, wir können ja jetzt bei jedem Speicherpunkt, den wir jetzt ansteuern, können wir ja direkt dahin, müssen dann nicht extra noch meinen ganzen Weg latschen, obwohl es eigentlich gar nicht so verkehrt wäre. Boah! Den habe ich aber... Boah, diese finale Attacke zieht ja richtig! Alter, ist das geil! So. Fangen jetzt ganz unten an und arbeiten uns nochmal komplett nach oben. Komplett. Completement. Hey. Oder lande ich immer wieder auf derselben Plattform? Ne, ich wollte gerade sagen. So. Oh, diese letzte Attacke, die zieht ja richtig. Kann jetzt nicht alles gewesen sein, ich wollte gerade sagen. Voll die Gerade bekommen. Noch einer, wenn wir schon mal hier sind. Nö. No. Dann geht's wieder nach oben. Eine Etage höher. Ne? So machen wir das. Haben wir der Malefiz voll die Breitseite gegeben, auch wenn wir zwischenzeitlich einfach gar nichts gesehen haben. Und einfach so alles davor stand. So. Ja, noch wer? Noch wer? Sind da bestimmt noch ganz viele. Kommt. Kommt reichlich. So. So, ich muss mehr reden, ne? Ich bin hier viel zu ruhig. Ein Level machen wir noch. Jagen wir uns hier einmal durch den kompletten Turm. Kann nie verkehrt sein. Viel trainieren kann sowieso nie schaden. Würde ja am liebsten auch schon den nächsten Herkules Cup machen. Allerdings, haha, ja, eher nicht. Eher noch nicht, weil ich glaube, der nächste Gegner sind nicht Yuffie und Leon, sondern hier, wie heißt er? Cloud. Und ich glaube, gegen den habe ich noch nicht so die Chancen. Also denke ich mal, dass es Cloud ist. Tragbare Items plus 1. Das ist sehr gut. So. Ja, dieses kleine Zeugs hier. Ah, ich will den dicken. So. Wenn das Biest nicht immer mit seinem fetten Arsch da stehen würde, ne? Dann wäre es ja um einiges einfacher, hier alles zu sehen und zu machen und zu tun. So. So, du auch noch. So. Ich mach euch alle platt. So war ich hier stehe, sitze, liege, mache, tue, kämpfe. Ne? Müssen ja schließlich ja mal aussortieren, kann ja nicht angehen. Die Schwachen kommen dann wieder ins herzlosen Trainingscamp.
benutze jetzt. Ist er doch, mein Gott. Was, noch ein Level up? Das ging jetzt mal mega schnell. Halleluja. Also es war jetzt, das kam unerwartet. Herrgott. So. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Frische Tracht Prügel, heute im Sonderangebot. Ich eigne mich nicht als hier. Was wollte ich jetzt sagen? Als Marktschreier, ja Gott. Ich habe heute einen Gehirnfurz nach dem anderen. Kann doch nicht sein. Lalala. So oft speichern gibt es nicht. Lalalala. So, die 50 kriegen wir bestimmt heute auch noch hin. Haben wir noch drei Level. Und dann geht's in Vorruhestand. Nein, Quatsch. Gucken wir mal, was sich hier so ergibt. Dafür tauchen wir noch einmal ins kühle Nass. Das ist ja gut, dass man hier so eine Reihenfolge hat. Man kann einfach sich bis zur Halle vorkämpfen, dann nochmal hier runter. Und dann immer so weiter. Das ist zwar ein bisschen eintönig, aber... Ich glaube, wenn das dann noch so ziemlich lange weitergeht, dann überspringe ich einfach ein bisschen, weil es ist ja wirklich immer dasselbe. Ei. Nee. So, nächste Etage. Wir arbeiten heute alles durch. Alles von oben bis unten wird hier Kammerjäger gemacht. Aber jetzt mal, um meine To-Do-Liste ein bisschen voranzubringen, habe ich die für Juni nicht ganz erfolgreich gemeistert. Also ist ziemlich viel auf der Strecke geblieben und deswegen habe ich jetzt eine neue gemacht für Juli. In der ich dann versuche, die Sachen besser zu machen. Darunter steht auch Kingdom Hearts durchspielen und Kingdom Hearts 2 anfangen. Das versuche ich ja hier gerade aktiv durchzusetzen. Und ja. Ui. Ui. Ah. So, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, habe meine To-Do-Liste gemacht. Ist, also was ich vor dem Urlaub fertig haben will, das sind zwei DIN A4 Seiten. Und ja, auch Zimmer aufräumen, Staub wischen und warum kommt hier kein verkackter Gegner? Ja, ist auf jeden Fall viel drin und auch viele Mangas, die ich angefangen habe, also rein, wollte ich mir jetzt zu Ende lesen. Und deswegen habe ich die jetzt auf meinem Schreibtisch gestapelt, damit die mir irgendwann so auf den Sack gehen, dass ich sie einfach lesen muss. Ja, und jetzt liegen sie hier und warten darauf, gelesen zu werden. Es sind zwei große Stapel. Also bis an meinen Monitor ranreichen. Der ist ja schon... Ich glaube, das sind bestimmt 20... Ja, gut 20, 25 Mangas, die hier rumliegen. Die ich noch bis zum Urlaub lesen wollte. Das war eigentlich keine Aufgabe. Dann habe ich noch ein Buch, was ich lesen wollte. Ich wollte ein Mario-Spiel vom Urlaub noch durchspielen. Also eins für ein DS, eins, weil ich nicht aufnehmen muss.
Weil ich keine Ahnung habe, wie ich vom DS aus aufnehme, außer die Kamera davor zu setzen. Und da ist ja meistens eher, eher schlecht als recht ist, habe ich dann gedacht, so, ja, dann lasse ich das komplett weg. Habe ich auch mal was, wo ich dann nicht die ganze Zeit vor mich hin brabbeln muss. Hahaha. So. Ach ja, damit sind wir ja schon gefahren, mit der Bummelbahn. Mit der Bummelbahn, mit der Bummelbahn können wir bummeln fahren. Gott. Dieser eine Weg, wo wir da irgendwie durch die ganze Welt gereist sind, weil er einfach so unendlich weit geht. Bevor wir nochmal hier mit, dann geht es nochmal runter, dann nochmal hoch, dann nochmal runter, dann haben wir unser Level up und dann können wir. Mein Rad haben wir ja sowieso schon ab und dann können wir frohen Mutes weitermachen, weil ich denke mal danach wird es richtig haarig. Ja, mehr als das. Also haariger als das Biest jetzt gerade ist. Da, da, da. Aber langsam kehrt Orientierung hier ins Solo Bastion ein. Das ist schon mal sehr gut. Ach so. Wo jetzt? Du weg. Das ist mein Boot. Jetzt alle zusammen tanzt das Brot. Wir sitzen doch alle im selben Boot. Ich kann weder singen, noch bin ich irgendwie produktiv hier jetzt am Großschwarten. Außer ich wiederhole mich. Heute einen der 2013 Animes zu Ende geguckt. Hentai Oji to Wara Nakai. Neko, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall der Hentai-Prinz und die versteinerte Katze heißt es so auf Deutsch übersetzt. Ist gar nicht so schlecht, aber naja, ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt noch ein drittes Mal gucken würde. Ist jetzt einmal durch. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich nebenbei, glaube ich, so acht Animes gleichzeitig angefangen habe und immer auf die aktuelle Folge warte und dass das dann so von der Handlung her ein bisschen untergegangen ist, weil ich das manchmal auch teilweise echt verwirrend fand. Wahrscheinlich hat mir der Anime auch deswegen nicht ganz so tolle gefallen, aber naja, was will man machen? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. 4. Alles mal einsammeln. Da kommt die nächste Fuhre an Monstern. Ich hatte auch gestern, war ich im Flohmarkt für meine Mutter hier, den neuen Stirb langsam kaufen. Weil der irgendwie auf Blu-ray für 10 Euro da angeboten wurde. Und da hat meine Mutter gesagt, oh, ich will ihn unbedingt haben, aber da es ja auch Ärger mit den Nachbarn gab und so, habe ich gesagt, ja gut, warte du hier auf alles und versuch das zu klären und. Oh Gott, Janina, geh mir schlafen. Klär die Sachen und bla 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 und ich gehe in der Zeit einkaufen. So, und dann war ich kurz davor, mir die. Ich habe die noch nie gespielt und sie wurden mir aber sehr nahegelegt. Die Monster Hunter Serie. Weiß nicht, ob die jemand von euch gespielt hat, ob da jemand Erfahrung mit hat, ob die gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall wurde mir die sehr nahegelegt. Ich sollte die noch mal spielen. Und jetzt hatten die für 30 Euro die drei PSP-Spiele da. Also Monster Hunter Freedom, Monster Hunter Freedom Unite und Monster Hunter Freedom 2. Dann habe ich überlegt, sollst du nicht? Und dann dachte ich mir so, nee, besser nicht. Und dann irgendwie doch. Und naja, ich gebe genug Geld aus. Und dann habe ich gedacht, komm, legst du zur Seite. War eh nur die Essential Edition. Genauso wie ich mir Dissidia geholt habe und es noch nie angespielt habe.